Eier. Oder wie meine Oma sagt, was du nicht willst, dass dann das... Ja? Moment, wie hat sie es gesagt? Ja. Was denn? Sie haben mich durchschaut. Kunststück. Kleine freche Nudel. Wen hat er jetzt gerufen? Pamela? Was? Pamela! Wer soll das gewesen sein? Das mit unseren Ansprüchen ist jetzt schnellstmöglich zu klären. Florian und ich, wir werden lange genug hingehalten. Ja, lecko mio. Ah ja, oder wie meine Oma immer gesagt hat, was du nicht willst, dass dann das... Sie hatte so einen komischen Sprachfehler, meine Oma. Weil dass er gleich seine Mutter anruft und uns voll in die Hände spielt, damit hätte ich ja meinen kühnsten Träumen nicht gewagt. Nein! Dazu müsste man wenigstens ein bisschen musikalisch sein. Ja, du nimmst den Text von allen Seiten. Aber es war dabei, der Satz war dabei. Okay. Eine intelligente, humorvolle, wunderschöne... Der Urlaub hat ihn gut getan. Ja, also die Liste mit Gästen, die gestern hier im Café waren, Aussehen, vielleicht sogar die Namen. Und es interessiert mich vor allem... Sorry. Mama? Neues Future. Krieg ich schon hin. Nein, ich höre sehr gut, aber ich höre ständig unser. Das ist aber meine Quelle. Ja, und du bist ja auch zu den Mitarbeitern höflich und freundlich. Und fair. Und fair. Meistens. Manchmal auch nicht. Und ist er. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Warte, 4. 4,50. 5. 5. 5, 6. 7, 9 und 11. Ihr seid gemein. Wenn Valentina dich fragt, erzähle um Himmelswillen. Das kann er doch nicht tun. Wir haben doch gar keine Werbung mit deinem Pappaufsteller gemacht. Natürlich, er hat dich gesehen. Du warst nicht auf dem Rad, du bist zu Fuß durch ganz Bickelheim gelaufen und es hat geregnet.